Ein hier, der ist noch nicht alt, aber der ist schon dreimal deutscher Meister geworden. Zweimal mit der A-Jugend von Borussia Dortmund, einmal mit der A-Jugend, mit der B-Jugend von Borussia Dortmund. Er ist ausgeliehen von Dortmund nach Bochum, soll in den nächsten Spielen beim Klassenerhalt helfen. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Janni Serra vom VfL Bochum. Und er ist das erste Mal auf dem Aufstieg. Was ist schwerer, gestern die Schlussphase in Ingolstadt oder heute hier auf dem Laufsteg? Jetzt, wo ich hier gelaufen bin, war es eigentlich ganz leicht. Ich denke, gestern war es schon ein Stück härter, ein bisschen anstrengender. Ein bisschen zurückfallen können und dann die Trotzreaktion. Ich denke, insgesamt war es ein verdientes Spiel, ein verdienter Sieg und sicherlich auch ein schöner Rückflug. Ich war ein bisschen müde heute Morgen, muss ich ehrlich gestehen. Es war kein leichtes Spiel gestern in Ingolstadt. Die haben uns das nicht leicht gemacht, aber es war ein Kampfspiel. Das haben wir gut angenommen. Nicht gespielt hat, der auf der Bank saß, der mitgefiebert hat und der jederzeit eine Verstärkung für das Team des VfL ist. Grüßen wir ganz herzlich Vitali Janelt. Vitali, kannst du eigentlich noch alle Trainer nennen, die in dieser Saison beim VfL waren? Könntest du bei so einem Quiz teilnehmen, wer wird Millionär? Und du sagst innerhalb von 10 Sekunden alle Trainer oder wollen wir das Thema lieber beenden? Das Thema lieber beenden. Okay. Dankeschön, Vitali. Und seitdem ist er aus dem VfL-Spiel nicht mehr wegzudenken. Wer hat die Vorlage gestern per Eckball gegeben? Es gibt nur einen, der im Moment auf so hohem Level spielt. Begrüßen Sie ganz herzlich unseren Ösi, Kevin Stöger. Das Torschießen noch nicht ganz erfunden, aber so langsam wird es besser und so langsam erkennt man auch eine Mannschaft, die Fußball spielen kann, denn er hätte zumindest in der ersten Halbzeit gestern 2-3-0 führen können. Es macht wieder Spaß, ins Stadion zu gehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Sieg war richtig wichtig für uns. Aber wir müssen jetzt nachlegen, das wissen wir und da sind wir auf jede Unterstützung angewiesen. Immer unter Feuer und immer begeistert, auch gestern in der Schlussphase, auch wenn es da noch eine ganz kuriose Szene gab, die kann ich ihm nicht vorenthalten. Begrüßen wir ganz herzlich Selim Gündüz. Selim, beim Abseits orientiert man sich an den Verteidiger oder am Torwart, ne? Aber was macht man, wenn der Torwart gar nicht da ist? Also ehrlich gesagt, habe ich den Torwart nicht gesehen. Es war eine ganz, ganz kuriose Szene. Vor allem in der Schlussphase, wo wir eigentlich das 2-0 hätten machen müssen. Und ich muss sagen, ich habe irgendwas Schwarzes gesehen. Und der Torwart hat ein schwarzes Trikot an. Und keine Ahnung, was ich da gesehen habe. Auf jeden Fall war es nicht der Torwart. Selim Gündüz!